als sie noch andersrum saßen, als da Wilenzek rechts im Bild, als er vorn saß. Jetzt sind die 1000 Meter Spezialstrecke, aber wer weiß, ob da nicht jetzt gestern der Befreiungsschlag gelungen ist mit der Goldmedaille über 1000 Meter, ob es nicht heute noch einmal eine große Leistung von diesen beiden gibt. Hier die Rumänen. Simionescu und Popescu. Popescu, alter Recke, Dritter der letzten Olympischen Spiele. Von unten nach oben. Russland, Kanada, China, Deutschland, Kuba, Polen, Rumänien und Weißrussland. Achten Sie auf das deutsche Boot in der Bildmitte. Die fünften von unten. Christian Gille und Thomas Wilenzek. Jungs, macht's noch einmal. Wie gestern über 1000 Meter, heute auf der Sprintstrecke. Bei diesem Sturm, muss man schon inzwischen sagen. Es sind gerade noch Bedingungen, bei denen man paddeln kann. Und sie sind wieder toll herausgekommen, Christian Gille und Thomas Wilenzek. Sie sind mit der Bootsnummer 5 unterwegs. Unter ihnen sehen wir die Chinesen, die allerdings zurückgefallen sind. Hier mit der Nummer 2 die Russen, Kostoglott und Kovalev. Wir erinnern uns an den Zweikampf von gestern. Und über den Deutschen die Kubaner. Die Kubaner Blanco und Balcero, die Weltmeister der Jahre 2002 und 2001. Die Deutschen versuchen dran zu bleiben, aber das wird jetzt eine schwierige Sache, sind ein bisschen zurückgefallen. Das sind die Fünften von unten nochmal zur Konzentration, die in den schwarzen, im schwarzen Boot. Kuba führt vor Russland, Weißrussland und China. Die Deutschen, die Olympiasieger von gestern, sie kämpfen um den Anschluss, aber es wird hier wohl nichts mit einem neuen Gewinn. Es sei denn, sie hauen noch mal so ein Ding raus hinten wie gestern. Aber die Strecke ist eben nur halb so lang. Und da hat man auch dann nur die Hälfte der Zeit, um den sagenhaften Endspurt anzusetzen. Vorne sehen wir Russland, China ganz großartig mit dabei. Das sind die Vierten von unten, also unter dem deutschen Boot, das jetzt immer mehr kommt. Über den Deutschen sehen wir insbesondere Kuba und Polen, ganz oben Rumänien, harter Kampf. Jetzt kommt das deutsche Boot wieder, die Russen an der Spitze, wird eine ganz heiße Kiste, aber die Deutschen kommen diesmal nicht ganz nach vorne ran. Ganz knappe Entscheidung gibt es und die Deutschen haben keine Medaille gewonnen. Ich glaube, es waren die Chinesen, die gewonnen haben, aber das muss man sich jetzt noch einmal genau in der Zeitlupe ansehen. Also, die deutsche Mannschaft war an sechster Stelle bei der 250-Meter-Marke. Da waren sie ein bisschen zu weit zurück. Und deshalb ihr Endspurt, der wieder phänomenal war, reichte diesmal nicht aus, um ganz nach vorn zu kommen. China hat die größten Fortschritte gemacht. Sie waren letzter über 1000 Meter. Aber was sind das für Sprinter? Sie waren schon im Vorlauf. Sensationell, die beiden Chinesen. Und wir haben jetzt schon das offizielle Ergebnis, ehe wir nochmal die Zeitlupe sehen. China gewinnt vor Kuba, Russland und die Deutschen diesmal auf dem 5. Platz hinter Rumänien. Wir werden uns das gleich noch einmal in der Zeitlupe ansehen. Also ein großer Sieg für China. Die erste Goldmedaille, die China jemals im Kanu-Rennsport gewonnen hat. Und das lässt einiges erwarten für die Olympischen Spiele 2008. Hier ist das Zielfoto. Da sehen wir in der Mitte die Chinesen unter den Deutschen und Kuba da über den Deutschen sind an zweiter Stelle eingekommen. Ja, jetzt haben wir es zumindest mal im Standbild gesehen, aber noch prickelnder wäre das natürlich, wenn wir das alles in der wirklichen Verlangsamung eines Bildes sehen und nicht nur als Foto. Denn es war ein ungeheuer spannendes, ungeheuer knappes Rennen und China hat es gewonnen. Diese Namen, die muss man sich erstmal einprägen, Guan Li und Yang Yang. Und hier sehen wir China, also vorn, dann über den Deutschen, an zweiter Stelle die Kubaner und an dritter Stelle, jawohl, an dritter Stelle die Russen, die gestern schon so lange geführt haben vor Christian Gille und Thomas Wilenzek. Also, wir registrieren erste Goldmedaille in der Geschichte des Kanu-Rennsports. Für die Chinesen, die Deutschen mit einem sehr, sehr guten 5. Platz auch in diesem Rennen. Also mit Gold und einem 5. Platz. Das ist doch was. Damit kann man gut nach Hause fahren. Das ist bei der schmalen Breite, die wir haben im Kanadiersport, ist das unglaublich. Und ich glaube, die Chinesen wissen jetzt erst, dass sie gewonnen haben. Fragen immer, waren wir es wirklich? Ja, ihr wart's.